Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier auf unserem Raumschiff, in unserem Hangar, um genau zu sein. Ich habe nach der letzten Folge den Titel einmal neu gestartet. Und unsere Roboter streiken noch immer. Ja, wenn das so ist, dann können wir ja gar nichts mehr machen, oder? Denn wenn wir nichts mehr aus den Depots rauspulen können, früher konnten wir das ja noch händisch machen. Also wenn wir hier nichts mehr rausbekommen aus dem Depot, dann geht überhaupt nichts mehr weiter. Ja, wir könnten nur noch dann aus Schrott, Weltraumschrott, irgendwie unsere Sachen beziehen. Ja, landen können wir nicht mehr auf einem Planeten. Die Fracht zerstören könnten wir einmal. Ja, aber da haben wir doch gesammelt, die ganze Fracht hier. Wir wollen das Lithium haben. Und Uran würde auch ganz gut kommen. Wie viel Eisen haben wir denn? Können wir ein bisschen weiterbauen? 7 Eisen. Ach ja, komm, wir holen den ganzen Weltraumschrott noch an Bord. Irgendwann werden sie schon wieder anfangen und ihre Arbeit aufnehmen, oder? Was passiert, wenn wir ein weiteres Depot bauen? Da brauchen wir, glaube ich, Eisen und Energie für. Das ist auch nicht so gut. Welcome to the shipbuilding interface. Here you build and upgrade our ship. Modules can also be deconstructed if you're not satisfied with their layout, or if you have other reasons to destroy them. Also, I recommend using this interface for orientation on board by accessing the ship map. 5 Energie, so ein Depot. Ja, aber es geht ja nicht weiter. Nee. Da kümmern wir uns später um das, um die Sache. Vielleicht erledigt. Was wollte ich sagen? Vielleicht erledigt sich das ja mit der Zeit von selbst. Und das bedeutet, wir kümmern uns schön wieder um die Sache, die wir machen wollten. Wir wollten nämlich hier auf dieser Etage, glaube ich, der unteren. Ja, war das die untere? Da wollten wir noch Unterkünfte anbringen. Hier haben wir den Zehnpool, die Galerie. Das Hypertriebwerk, naja, eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir hier oben irgendwie noch ein... wenn wir hier die Bar noch anbauen würden, oder? Neben der Galerie. Überlege ich gerade. Aber die Unterkünfte, nämlich, die wollten wir nach innen bauen. Lieber hier wollten wir die Bar dran bringen. An der Kantine. Dann können die erstmal was essen und dann schön in die Bar. Geht das denn nach innen? Nach innen geht das hier gar nicht. Ja, dann... Die Bar könnten wir aber da unten anbringen, oder? Halt,
Halt. Nein, die Bar geht hier unten auch nicht dran. Ja, dann bleiben die Unterkünfte, wo sie sind. Mich wundert das gerade, dass die Bar hier so doppelt aussieht. Wie kommt das denn? Dann bringen wir die Bar nämlich doch hier oben an, an der Galerie. Was anderes bleibt uns ja kaum übrig. Das sieht ja merkwürdig aus, oder? Ach so, vielleicht die Ansicht ist komisch. Nö. Na, egal. Hier kommt die Bar hin. Moment, dann drehen wir die nochmal. Genau, dann können wir vielleicht, können wir nach links noch weiter bauen, aber ich glaube nicht, irgendwann ist mal Ende. Och, jetzt haben wir gar nicht gesehen, wie die Bar von außen aussieht. Da ist so eine große Bar. Wow. Ja, super. Mit Fenster nach vorne und zur Seite. Das müssen wir uns aber mal angucken. Jetzt verstehe ich, warum die da unten nicht reingepasst hat. So eine große Bar. Voll schön. Da gehen wir jetzt mal hin und gucken uns die an. Ich bin ja so neugierig, wie das aussieht. Und wie sieht das hier mit unseren Kumpels aus? Die machen immer, seid ihr immer noch im Streik, ja? Ihr macht immer noch nichts, okay. Ein Depot kostet 5 Energie, können wir gar nicht bauen. Das hatten wir auch schon mal. Was ist denn danach passiert? Danach ist irgendwas Grauenvolles passiert. Dass hier die Technik nicht so richtig funktioniert hat. Ja, das ist das Triebwerk. Ah, hier ist die Bar. Hey, die Bar. Okay, die braucht natürlich noch eine andere Farbe. Oh, noch eine Etage. Ja, krass schön. Aber die Farbe, die machen wir jetzt sofort. Können wir hier jede Etage färben? Nein, natürlich nicht. Die Bar gehört schon zusammen. Haben wir Weiß genommen? Ja, für die Möbel und so. Passt schon. Und diese Aussicht. Oh, so viele Sterne. Ja, gefällt mir. Schöne Bar. Oh, gute Idee. Minsky, Nash, die sind auch schon lange hier. Wow.
Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut, das Bild. Auch. Ja, ich suche ja immer auch nach Thumbnails noch für die verschiedenen Staffeln. Und ich überlege, das wäre eigentlich, das würde sich sehr gut anbieten, so als Thumbnail, meine ich. So, vielleicht. Naja. Wir haben ja viele, viele Thumbnails schon hier für die Serie gesammelt. Oh, hier geht's ja auch runter. Aha. Ja, so langsam sollten wir aber doch dann hier auch mal einen Geschützturm aufbauen. Aber wir haben nur noch einen. Och, eigentlich passiert ja hier an Bord nie was. Ihr seid ja alle friedlich. Oh, was ist das denn eigentlich hier für ein Raum? Hä? Aha. So was Schönes habt ihr hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, gut. Okay, da fällt mir auf. Diese Freizeitmodule, die sollte man lieber so auf dem ganzen Schiff verteilen. Ja, denn hier haben wir oben so eine Erste-Hilfe-Station. Hier haben wir die. Und hier, ja okay, hier ist das Triebwerk. Hier wahrscheinlich nicht. Aber hier hätte ich eigentlich damit gerechnet. Ah ja, hier haben wir auch eine, genau. Zahnpool, Galerie und Bar. Da ist überall ein Erste-Hilfe-Modul. Das heißt, wir sollten das alles verteilen ein wenig. Denn ihr arbeitet einfach nicht weiter. Krass. Und wir haben einfach keine Energie, um noch irgendwas hier zu bauen. Ein weiteres Depot. Ich würde ja gerne. Platz haben wir genug. Ich würde eher ein paar Depots noch abreißen, weil die so viel Energie verbrauchen. Drei Energie müssen wir irgendwo einsparen im Lager. Könnten wir sogar. Wir könnten ein Lager irgendwo abreißen, ja. Das ist zwar wieder nicht so schön, aber wir könnten ein Depot wenigstens bauen. Und was verbraucht das Lager? Verbraucht nicht so viel, meine ich, oder? Da, das Lager. Energie 5. Doch, die Lager verbrauchen auch ordentlich. So, einmal die andere Ansicht. Nein, die andere. Und weg mit dem Lager hier. Aha. Da geht's doch weiter. Ah, da ist ja unser JBO Rosa Roboter. Das ist mein Lieblingsroboter. Ich glaube, ist er das überhaupt? Ich glaube, der hat die anderen aufgewiegelt. Ein Rebell ist das. Ich hab dich im Auge.
Aber ihr macht trotzdem nicht weiter. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, das hier einzufärben. Ja, da muss doch hier was passieren. Ihr könnt doch nicht nichts machen. Wir gucken mal. Vielleicht, wenn wir wiederkommen, vielleicht macht ihr dann ja was. Harvester Destination set. 9, launch sequence activated. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch sequence activated. Wo kommen die denn hierher? Auf einmal aus zwei Richtungen? Das war doch vor einiger Zeit, ich glaube in der letzten Aufnahmesitzung. Hatten wir doch mal so einen Absturz, da sagte ich doch, glaube ich, dass das wahrscheinlich an einem Update lag, das da so im Hintergrund gefahren wurde. Und ich habe den Eindruck, dass sich die Kreaturen anders verhalten seitdem. Denn vorher sind sie immer so auf uns zugekommen, wie jetzt gerade, diese beiden, schön hintereinander. Und ich meine, seit dem Update springen die so ein bisschen auseinander, aber ich... Aber ich habe da auch keine Update-Notes gesehen oder so. Ja, die rennen doch manchmal jetzt durcheinander irgendwie hier mehr. Ist natürlich sehr viel schwerer geworden dadurch. Wie viel haben wir denn an Biomasse? Reicht das? 10, ja komm, 10 können wir eigentlich noch. Nee, wir müssen weg. Ich habe keine Munition mehr. Access granted. Ja. 10, 9, launch sequence activated. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Life form detected. So, damit sind wir aber auch am Ende der Folge. Ich hoffe, in der nächsten Folge läuft alles wieder normal weiter und unsere Raffinerie wird auch wieder arbeiten, hoffentlich. Ich bedanke mich an dieser Stelle also für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.